Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge hier in unserem Let's Play mit Rumänien. Ich würde diese Folge gerne anfangen, indem ich euch so ein bisschen, ja, nochmal abhole zum Thema, wie es gerade um der Welt steht, wo wir gerade stehen und wie das weitere Vorhaben so ist. Also es sieht derzeit so aus bei uns auf der Welt und wir haben ja als Ziel mit Rumänien die Heimatländer, die zu Rumänien dazugehören, noch zu erobern, damit wir das Achievement schaffen. Dazu gehört noch Bessarabien, das machen wir zum Schluss. Und das nächste Ziel ist ja bei uns hier diese Staaten zu erobern, die gerade in der österreichischen Hand sind. Das Problem hierbei aber, wie ihr das auch in den letzten Folgen schon gesehen habt, Frankreich und Österreich, die arbeiten eng miteinander. Jedes Mal, wenn wir versuchen, den Österreicher anzugreifen, wird der Franzose ihn beschützen wollen. So, und wir haben auf unserer Seite den Russen. Wir haben mit ihm sogar ein Bündnis. Wir sind auch in seinem Markt drin. Und es läuft ganz gut, den zu nutzen, um hier einen Krieg zu, den Krieg reinzuholen gegen Österreich. Aber er alleine ist ein bisschen zu wenig, denn der Österreicher und der Franzose, die haben eine viel zu starke Armee. Österreich hat zwar nicht mehr Soldaten als Russland, aber die haben die deutlich bessere Technologie derzeit. Wir können das hier sehen, die haben die Plänkler. Ich meine, die sind auch schon, wenn wir das hier finden. Ah, Plänkler, Lanzenreiter, was finden wir hier noch mit der Artillerie vielleicht? Kann ich jetzt nicht finden. Aber wir haben das in den letzten... Genau, hier sieht man es ganz gut. Die Russen, die arbeiten noch sehr viel mit der Linieninfanterie. Und ja, also technologisch gesehen sind da unsere bisherigen Gegner ein bisschen uns voraus. Wir arbeiten zwar schon mit der Plänklerinfanterie und mit der mobilen. Allerdings haben wir zu wenig Soldaten. 12 Bataillone hier in dieser Armee und 5 Flotten. Da sind wir auf die Hilfe des Russen angewiesen. Und wie gehen wir damit, ja, wie geht es damit weiter? Wie wollen wir dieses Achievement schaffen? Ich meine, wir haben das Jahr 1874. Uns bleibt ja noch viel Zeit. Aber ich würde sagen, wir müssen tatsächlich einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, geduldig sein. Denn wir sind dabei, die Proportionalsteuern zu beschließen. Das wird uns auf jeden Fall viel mehr Geld geben. Ja, mit der Unterstützung der Streitkräfte versuchen wir gerade dieses Gesetz durchzubringen und das wird uns ungefähr 38.700 einbringen. So, dann haben wir eine Technologie, die wir gerade am Forschen sind, und zwar Investitionsfonds. Und wenn wir das haben, werden wir auch nochmal mehr Geld erwirtschaften können. Mit diesen beiden Sachen, das sollte... Oh, das dauert noch 2 Jahre. Das wird ja auch noch etwas dauern. Gehen wir mal davon aus, in 2 Jahren haben wir beides. Das heißt, wir werden deutlich mehr Geld verdienen. Und mit mehr Geld können wir die Bausektoren erhöhen. Wir können natürlich noch ein bisschen was in die Innovation reinstecken. In Unis. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Wir haben ja gutes Saldo. Aber wir werden natürlich dann, wenn uns das Geld zur Verfügung steht, unsere Armee auch weiter ausbauen, sodass wir nicht nur, ja, zu 99% dem Russen so die Arbeit geben, hier diese Kriege zu gewinnen, sondern dass wir auch mehr Einfluss darauf nehmen können, auf diese Kriege. Aber dafür müssen wir, wie ihr sehen könnt, einfach geduldig sein und ein bisschen warten, bis wir hier mehr Geld haben. In der Zeit, wo wir warten, werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier alles weiterbauen, die Industrialisierung vorantreiben. Die Industriellen sind bei 32% Macht. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Die Grundbesitzer, die werden auch immer schwächer. Genau, man sieht auch, der König, der ist ja auch Grundbesitzer. Na, vielleicht können wir hier auch ein bisschen was an den Gesetzen ändern, sodass wir auch mit den... Ja, mit der Regierung ein bisschen flexibler werden. Mal schauen. Genau, das werden wir also schauen, dass wir das auch demnächst unterbringen können. Die Kompanien, die laufen ganz gut. Hier haben wir staatliche Baueffizienz. Hier haben wir nochmal Geburtsrate, damit unsere Pops mehr werden. Das ist auch sehr gut. Genau. So, ein Blick auf die Bevölkerung. Da sieht man ganz grob, jo, Überschuss ist vorhanden. Das sieht man auch im Lebensstandard wieder, dass er auch stetig steigt.
Alphabetisierung stagnierte ein bisschen in den letzten Jahren. Und der BIP steigt auch sehr gut. 15,1, es sollte auch immer mehr und mehr werden. Radikale Loyalisten. Ja, je mehr Loyalisten, desto besser natürlich. Aber das ist jetzt auch nichts Besorgniserregendes, was ich hier sehe. Und genau, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach mal geduldig sein und gucken, wie es denn weitergeht. Einfach auf die nächsten Gesetze, die nächsten Schritte warten. Und ich habe ja auch schon in den letzten Folgen angedeutet, natürlich könnte ich das ein bisschen schneller vorantreiben. Wir könnten kolonisieren. Wir könnten so Staaten, die leicht zu erobern sind, wie Sul, Oranje, Transvaal erobern. Hier sind viele Goldminen versteckt. Gute Mapi-Staaten. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr es ein bisschen einfacher wollt, wenn ihr es nachspielen wollt. Man kann dann auch immer gerne sowas wie Brunei erobern. Oder vielleicht Dainam zur Marionette machen für Färbemittel. Ecuador ist auch eine gute Stadt, wo man gut reinkommt. Oder. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich würde es tatsächlich so versuchen, dass wir diese Challenge mit unseren Kerngebieten quasi schaffen und uns nicht andere Staaten holen. Einfach mal, um ein bisschen die Herausforderung da zu haben, um zu gucken, schafft man dieses Achievement auch mit seinem Territorien, die hier so, die bei uns schon vorhanden sind. Genau. So, da gucken wir mal, wie es weitergeht. Tja, liebe Leute, und da ist es auch schon. Wir haben die Proportionalsteuern nun beschlossen. Das gibt uns unglaublich viel mehr Geld. Wir haben jetzt das Jahr, wir sind am 13. Februar 1877. Wir haben also ein bisschen so weitergespielt, einen kleinen Zeitsprung gemacht. Proportionalsteuern sind beschlossen. Ich habe auch fleißig mehr Geld ausgegeben in der letzten Zeit. Ich zeige euch nochmal, was jetzt so alles passiert ist in den letzten Jährchen. Aber ihr seht schon auf jeden Fall, es hat hier einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Wir werden jetzt, lassen wir nochmal eine Woche laufen. 39.000, ja. Noch eine Woche laufen. Manchmal braucht das so ein bisschen, damit sich das einpendelt. So, Sozialismus haben wir jetzt auch. Was ist das? Marsch gegen den Frieden. Demonstranten, die sich vor dem scharfen Rhetorik von César Cristecu inspirieren ließen, sind durch Bukarest marschiert und haben eine militärische Intervention gegen das kommunistische Regime in Preußen gefordert. Preußen passiert so einiges. Wir müssen das preußische Volk vor sich selbst retten. Beziehungen mit Preußen werden schlechter. Ja, das würde ich eher nicht machen wollen. Wenn, dann will ich freundschaftliche Beziehungen mit Preußen. Dann nehmen wir hier lieber das. Auch wenn Preußen gerade so zerstreut ist und nicht gerade die stärkste Nation ist, würde ich trotzdem, dass wir gute Beziehungen mit dem haben. Damit wir vielleicht die auch mal nutzen können für einen Krieg gegen unsere Feinde. So, also wo sind wir stehen geblieben? Wir verdienen jetzt viel, viel mehr Geld. Oh, Moment. Mal schauen, wo sich das Ganze... Genau, Proportionalsteuern, Einkommenssteuern werden ja hier viel, viel mehr. Und auch die Dividendensteuern. Das Gute ist, wir haben auch ein gutes Niveau hier bei den Steuern allgemein. Also in Notfällen, wenn es zum Krieg kommen könnte, habe ich hier viel Luft nach oben. Ich könnte hier so einiges nochmal nach oben stellen, hier alleine 40.000 verdienen. Wohlgemerkt bei Proportionalsteuern tut das auf jeden Fall sehr viel weh. Gerade weil die Verbrauchsteuern hier so hoch sind. Deswegen lieber dann ein bisschen runtersenken. Das Geld kommt auch schon so von alleine. Genau. Wir haben jetzt 100 Autorität noch übrig. Das mache ich auch nochmal schnell. Das muss vor kurzem dazugekommen sein. Und das können wir dann hier reinsetzen. Aber haben wir hier noch mehr Alphabetisierung. Und was ist in den letzten Jährchen so passiert? Ich hole euch mal kurz ab. Ich habe auf jeden Fall das Geld, das immer reingekommen ist, dafür genutzt, um mehr Unis zu bauen. Wir sind jetzt auf einen Innovationswert von 109. Das ist gut. Könnten wir gut steigern. Das wird auch weiter so gehen. Bei 40.000 plus hier. Da werden wir auf jeden Fall... Ah, die Infrastruktur ist hier gerade schlecht. Eisenbahn in der Walachei wird aber schon gebaut. Das packen wir nochmal ganz nach vorne.
So, dann 1, 2, 3 Unis füge ich noch hinzu, damit wir sehr viel Geschwindigkeit reinkriegen, was beim, zum Thema Technologien angeht. So, Eisenbahn, 3 Unis. So, dann habe ich auf jeden, dann habe ich vorhin meine Flotten weiter ausgebaut. Wir haben jetzt 9 Flotten. Jetzt kann man sagen, na gut, ob 5 oder 9 Flotten. Was bringt dir das? Klar, jetzt militärisch gesehen machen wir jetzt keinen großen Unterschied damit. Aber mit mehr Flotten kriegen wir ja mehr Interessen. Vorhin hatten wir nur ein Interesse. Jetzt habe ich 2 Interessen. Das zweite Interesse, das können wir natürlich immer woanders hin und her packen, je nachdem, wo wir gerade Möglichkeiten sehen zu intervenieren. Aber ich habe das jetzt erstmal hier in Süden hingepackt. Hier ist ja der Osmane, hier ist Österreich, da Serbien, Montenegro, Griechenland. Vielleicht ergibt sich ja hier was, dass der Osmane im Krieg ist und wir ihn da unterstützen können für eine gute Summe Geld oder für einen Staat oder. Aber einfach, dass wir ein zweites Interesse haben, habe ich mal hier die Marine erhöht. Das können wir dann auch nutzen. Dann haben wir 2 Interessen, die wir setzen können. So, die Popzahl ist auch gut gestiegen. Wir haben ein Popwachstum von 1,75, ja. Gesundheitssystem ist auch auf eine Stufe, auf der 4. Stufe jetzt mittlerweile. Also Popwachstum sieht sehr gut aus mit 1,75. Und so ein kleines Land, super wichtig. Wir haben 7,42 Millionen Einwohner. Und was auch schön ist, es funktioniert noch mit der Migration. Wir kriegen noch sehr viele Menschen aus Russland. Allein letzte Woche 700 mal wieder. Hier nochmal 500. Hier nochmal 500. Und hier auch. Toll. Also auch das funktioniert. Genau, das mit den Interessen habe ich erzählt. Wir haben auch, wie geplant, Investitionsfonds. Das hat auch nochmal mehr Geld gegeben. Ja, Schulden machen wird jetzt auch viel, viel günstiger. Also jetzt können wir uns auch trauen, öfters mal hier Schulden zu machen, da die Zinsen nicht mehr so dolle wehtun. Und was mir auch ganz gut gefällt, wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir Schrapnellartillerie als nächstes erforschen. Das dauert noch 17 Monate. Und mit einer Schrapnellartillerie können wir natürlich auch in der Offensive viel machen. Wir werden auch auf jeden Fall, ihr seht es hier schon, Kasernen weiter ausbauen. Das Geld ist nun endlich da, liebe Leute, dass wir investieren können in eine etwas größere Armee. Und ich hoffe mir natürlich auch durch eine größere Armee nicht nur mehr Durchschlagskraft dann in der Offensive, sondern auch, dass wir hier im Prestige dadurch wachsen. Ja, Armee gibt natürlich auch mehr Machtprojektion, mehr Prestige. Vielleicht haben wir durch mehr Prestige dann wieder mehr Möglichkeiten, Interessen zu setzen. Dann können wir uns mehr in andere Gelegenheiten, andere Angelegenheiten einmischen. Irgendwelche Diploplays, da vielleicht ein Geld ergattern und. Also, dank dieser letzten Entwicklung kriegen wir auf jeden Fall viel mehr Geschwindigkeit hier rein in das Spiel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann machen wir mal weiter. Mit dem Investitionsfonds habe ich jetzt auch eine weitere Möglichkeit und diese Mechanik würde ich euch gerne ein bisschen mehr erläutern. Hoffentlich hilft euch das. Und zwar haben wir durch die Investitionsfonds ja jetzt auch die Möglichkeit, auf Börsen notiert zu stellen. Der Unterschied hierbei ist lediglich, dass sich bei dem Privatbesitz die Anzahl an Kapitalisten erhöht. Ich habe mal gehört in meinem Stream, dass es heißt, ja, börsennotiert gibt einfach mehr Geld, das ist gut, immer machen. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt in der Hinsicht Geld, in dem ihr ja mehr Kapitalisten habt. Und wenn ihr mehr Kapitalisten habt, habt ihr mehr Menschen, die in euer Fonds einzahlen. Ja, das sind die Berufsgruppen, die am meisten in euer Investitionsfonds einzahlen. Wenn ihr mehr davon habt, desto besser. Und desto mehr Geld die verdienen, desto mehr können sie auch hier einzahlen. Also in erster Linie ist es da schon richtig, dass wenn ihr auf Börsen notiert stellt, ihr mehr Kapitalisten habt, das entlastet euch sehr und ihr verdient da so ja, indirekt mehr Geld dran, genau, weil die mehr im Fonds einzahlen. Aber was man da vergisst, es heißt jetzt nicht nur, weil wir diese Technologie haben oder das ändern können, dass man das jetzt überall macht. Man muss nämlich dabei bedenken, dass Kapitalisten ja auch mehr Geld verdienen wollen. Ja, das sind die Berufsgruppen, die am meisten Geld verdienen, weil sie ja auch die höchsten Gehälter haben. Also wenn ihr
Angenommen, wie hier in einer Tuchfabrik mehr Kapitalisten habt, bedeutet das ja auch, dass diese Tuchfabrik mehr Gehälter zahlen muss an Kapitalisten. Das heißt, der Saldo, der sinkt erstmal oder der wird niedriger. So. Deswegen, weil das passiert, mache ich börsennotiert nur in den Gebäuden rein, wo ich sehe, dass die Produktivität sehr, sehr hoch ist. Quasi bei den Gebäuden, wo ich sehe, ah ja, die können sich noch mehr Kapitalisten, die viel Geld kosten, auch verdienen. Also hier zum Beispiel bei den Glashütten so 11,3 oder hier ist ein gutes Beispiel Sprengstoffwerke. Da würde ich auf keinen Fall das machen, weil damit senke ich die Produktivität wirklich auf ein sehr schlechtes Niveau. Ja, man sieht es schon hier, minus 300. Also gutes Beispiel, hier auf keinen Fall machen. Wobei hier bei den Stahlwerken haben wir ein schönes Niveau an Produktivität. Hier haben wir auch einen wöchentlichen Saldo von 14.500. Die können sich das auf jeden Fall leisten, auf börsennotiert zu stellen. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr auf börsennotiert mal 100% alles auf börsennotiert umstellt. Die Produktivität hoch ist, dann wird auch die Übertragung höher sein. Wenn ihr das aber knallhart überall reinmacht, auch bei denen, die nicht produktiv sind, dann kann es zwangsläufig auch dazu kommen, dass die Übertragung nicht so gut sein wird. Also, dass es nicht unbedingt immer steigern wird. Da könnt ihr gerne mit ein bisschen rumexperimentieren, aber das ist einfach die Theorie dahinter. Also börsennotiert, ja, in erster Linie sehr gut, aber am besten nur in den Gebäuden, die sich da auch die weiteren Kapitalisten leisten können. Ja, da habe ich das zum Beispiel in Kohlenminen gemacht, da sieht es ja sehr gut aus da. Genau, bei den anderen bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger, da warte ich lieber noch ein bisschen, bis es profitabler aussieht und dann erhöhen wir dort auch den Wert. Sobald ich sehe, dass es auf einem guten Niveau ist, hier zum Beispiel 16,4, 17,4 können wir ja mal ändern. Ja, und hier seht ihr schon direkt, der erste Schritt ist, oh, es geht ein kurz runter, weil die müssen erstmal neue Leute einstellen, mehr Gehälter bezahlen. Aber jetzt geht es auch wieder hoch, ne? Manchmal pendelt sich das auch wieder ein. Sehr gut. Nur, dass ihr die Theorie dahinter verstanden habt. Okay. Genau, so lassen wir das dann auch stehen. 20.900 sieht ja weiterhin sehr, sehr gut aus. Wir bauen eine Eisenbahn. Können wir mal gucken, wie die Infrastruktur allgemein ist. Ja, in der Walachei können wir auch in Zukunft mehr bauen. Eisenbahn ist in 5 Wochen fertig. Da kommt eine Uni. Dann kommen hier die Kasernen. Kanonengießerei natürlich nicht vergessen. Es wird ja auch irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo wir uns vom russischen Markt trennen. Das ist noch sehr weit in der Zukunft. Und damit wir Bessarabien erobern. Aber ich denke, soweit sieht unser Markt auch ganz gut aus. Ich kann das jetzt schwer sagen, aber ich denke mal, wir könnten auch unseren eigenen Markt gut halten. Vielleicht gibt es das eine oder andere Gebäude, was ich noch zusätzlich bauen muss oder ausgleichen muss. Aber ich denke, wenn wir jetzt den Markt verlassen würden, wären wir könnten wir uns ganz selbst mittlerweile auch tragen. Das Einzige, was fehlt, was wichtig ist, das ist Färbemittel und Blei. Da müssen wir dann schauen, wie wir daran kommen. Stimmt das? Ah, gut. Färbemittel vor allen Dingen, das ist ein Problem. Müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen, was wir da machen. Denn gibt es denn hier Färbemittel? Wenn wir das hier erobert haben. Ah, hier gibt es keine Färbemittel. Dann müssen wir das vielleicht so machen, dass wir, wenn im russischen Markt rausgehen, in einen anderen Markt reingehen. Oder, ja, durch knallhart durch Handel. Müssen wir dann mal sehen. So, wie weit sind wir hier? Motorenwerke. 30.000 plus. Das Geld müssen wir ausgeben. Wir geben mal mehr in Bausektoren aus. Ich schaue hier nochmal nach. 35. Ja, Bausektoren. Ganz klar. Wir machen 3 Stück rein. Hinterladeartillerie. Das wird uns auch ein bisschen kosten. Deswegen gehen wir nicht ganz komplett hier ins Minus. Weil da kommen noch weitere Kosten auf uns zu.
Und ihr seht hier als nächstes habe ich schon das Siemens-Martin-Verfahren gemacht, damit wir unsere Stahlproduktion erhöhen können. Denn danach kommt Stahl-Skelettbau. Das wird uns auch sehr helfen, schneller zu bauen. Und das wird auch die ganze Wirtschaft nochmal einen Push geben, weil wir dann auch mehr Stahl einkaufen wollen. Also die ganze Stahlindustrie und alles, was damit verbunden ist, wird dadurch auch nochmal angepusht. Ja. So, Holz, Eisenbahn. Schauen wir mal, was haben wir hier? Oh, jetzt sind wir hier auch auf Platz 17. 10 Flotten, 17 Bataillone und da ist schon die erste Artillerie zu sehen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier eigentlich? Defensivstratege, der ist gut. Und hier haben wir einen Bergkampfexperten, auch für die Defensive. Offensivplaner ist hier einer. Da gibt es definitiv bessere. Ich werde erstmal warten, bevor ich den nehme. Das lohnt sich noch nicht, diesen General zu holen. Inakzeptable Regierung. Genau, wir beschließen gerade keine Gesetze. Proportionalsteuern war ja das letzte, was wir beschlossen haben. Gucken wir uns mal an, was wir als nächstes machen können. Sklaverei, Verbot, Versammlungsfreiheit, Kinderarbeit. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Das finden die Grundbesitzer gut, die Kirche, Gewerkschaftler. Und was ich hier auch ganz gut finde, wir senken die Sterblichkeit. Ja, ihr seht hier die Sterblichkeit überall. Und das sinkt die Sterblichkeit um ein ganzes Stück. Also das könnten wir machen. Rassentrennung, kulturelle Ausgrenzung bringt uns, glaube ich, nicht so viel, dieser Switch. Kein Amt für Inneres, da warte ich erstmal. Muss nicht unbedingt sein. Staatsreligion oder Glaubensfreiheit. Glaubensfreiheit. Hier würden wir auf jeden Fall der Kirche Macht wegnehmen und haben die Möglichkeit, dann andere mehr zu stärken. Ich guck mal, wir haben hier Kirchenschule, öffentliche Krankenversicherung. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Die Kirche ist nämlich bei 21% und ich möchte, dass auch andere jetzt mal mehr Stärke kriegen. Ja. 6% allerdings nur. Wir machen, glaube ich, na, hier haben wir noch nichts. Können wir denn die Regierung ein bisschen verändern? Die Streitkräfte haben ja nur 6%. Das sieht schon deutlich besser aus, wenn wir die Industriellen mit reinnehmen. Ah, Kinderarbeit sind sie gegen, oder? Ja. Die Kirche ist dafür und die Grundbesitzer. Ah, hier können wir was Gutes machen. Wir nehmen die Kirche und die Grundbesitzer rein. Ja, und dann machen wir das hier. Wir gehen erstmal auf eingeschränkte Kinderarbeit, einfach nur, weil wir das ein bisschen schneller beschließen können als das andere. Dann geben wir der Kirche sogar ein bisschen mehr Zustimmung oder ziemlich viel Zustimmung dazu. Und dann werden die nicht so sauer sein, wenn wir auf Glaubensfreiheit gehen. Ich glaube, das ist der etwas lockere Weg. Erstmal Zustimmung geben und danach verärgern und nicht andersrum. Das finde ich ist eine ganz gute Strategie, die bei mir öfters ganz gut läuft. Das ist marschreich, die Beziehung, mal schauen. Die sind hier ziemlich gut. So. Noch weitere zwei Interessen haben wir weiterhin. Und ich denke mal, wir können noch mal ein bisschen mehr Artillerie bauen. Walachei. In der Walachei haben wir auch die Kanonen und die Waffenfabriken. Ich stelle das mal weiter hier auf. 5 Stück. So, und das muss ja immer 50-50 sein. Also 50% Infanterie und 50% dieser beide Block hier insgesamt. Sonst kriegt man Malus. Also bei 15 Plänkler dürfte ich auch 15 Artillerie, aber hiervon dann nichts mehr machen. Ich glaube, das ist ganz gut verständlich so. Aber das passt so, wenn wir es so lassen. Trotzdem machen wir ein bisschen mehr Infanterie noch dazu. Das habe ich übrigens vorhin falsch gemacht. Ich wollte in Moldawien. Da habe ich die Waffenfabrik in Kanonengießerei. Habe ich das hier auch? Habe ich hier nicht.
Ja, eigentlich wollte ich dort mehr bauen. Ach komm, wir machen beides. Ich glaube, das Geld ist da. So. Platz 16 der Welt. Wunderbar, es geht nach vorne. Büro. Oh, und schon sage ich das, so gespringt es wieder runter auf 20. Ich gehabt. Walachei, Bürokratie benutzt, brauche ich noch mehr. Das packe ich auch gleich mal nach vorne. Wir machen mal zwei Stück. 77 Bürokratie kostet uns hier etwas. Wenn wir davon genug haben, können wir auch die Bildung auf das höchste Niveau stellen. So, 100... Oh, toll. 121 Innovationen. Und wir können jetzt sogar noch auf 132 gehen. Ich werde schon mal die nächsten Unis auch hier platzieren. Infrastruktur, ja, ich nutze mal das jetzt hier. So. Das sollte dann reichen. Antiquierte Worte für eingeschränkte Kinderarbeit, da geht es drum. Bewegung für Kinderarbeit bewahren, erhält verzweifelte Argumente, 5 Jahre Protestbewegungsunterstützung oder 10. Ja, nehmen wir natürlich das hier. Hinterladeartillerie, da ist es. Dann gehen wir mal hier rein. Schrapnell, hier haben wir ein schönes neues Bild. Und wir wollen natürlich das gleich hier umstellen. So, Lebensmittel sehe ich gerade, sind günstig. Lebensmittel, Lebensmittel, ja. Ist auch gut so. Ich dachte mal, wir gucken mal hier rein. Hier haben wir lange nicht mehr reingeschaut. Zucker. Zucker. Zucker ist sehr günstig, oh ja. Das nehmen wir hier mal rein. Das Geld ist ja da. Das wäre Tabak. Es gibt den hier, mehr Moralregeneration. Transport, Eisenbahn, Formationstempo. Verbraucht dann mehr Motoren. Mache ich noch nicht. Was ist das hier? Tuchzufuhr, Spirituosenzufuhr. Oh ja, erste Hilfe auf jeden Fall aktivieren für unsere Armee. Tücher sind ja sehr günstig. Und Alkohol ist auch sehr günstig. Das können wir uns leisten. Geben wir alles, was wir der Armee geben können. So, Zentralarchive abgeschlossen. Aktenschränke. Hier würde ich sehr gerne Ausweisdokumente nehmen. 4100 Punkte. Ausweisdokumente. Wie lange braucht das denn noch? Das Tech 3 Stufe. So, und das wären dann 15 Monate, wenn wir das erforschen. Ich glaube, das nehmen wir sogar als nächstes, um das abzuschließen. Denn wir haben noch ein bisschen so unrealisierte Steuern bei uns im Land. Ein Teil dieser unrealisierten Steuern kommt auch dadurch, dass wir Besteuerungskapazität nicht ausreichend haben. Und dann kriegen wir so ein bisschen mehr Geld rein. Bürokratie ist auf 140. Und dann stellen wir das hier hoch. So, gucken wir mal noch mal, ob wir hier einen Admiral haben, den wir gut finden. Landbewohner und Royalist. Kleinbürger, gut. Ja, ich achte hier besonders auf die Ideologien, die sie haben. Ich habe gesehen, da war ein Grundbesitzer, der Reformer war. Aber unserer ist auch Reformer. Der Kleinbürger war auch Reformer. Der hier ist Positivist. Der will den Präsidialrepublik, Staatsatheismus, Technokratie, eingesetzte Verwaltung, ja. Ich glaube, den brauchen wir noch nicht. So, schauen wir uns mal hier die Generäle an. Das war ein Protektionist. Grundbesitzer, Reformer, toll. So, und dann haben wir hier industrielle Streitkräfte, Landbewohner. Land reformiert. Kriegstreiber. Nihilist, der Landreformierte. Gucken wir nochmal, was das bedeutet. Das wäre ja Gehöft bauen und Kollektivlandwirtschaft. Und hier haben wir Pachtbauern. Wer würde uns hier bei diesem Thema unterstützen? Hier würden wir die Grundbesitzer nochmal schwächen. Wenn wir hier switchen. Die Grundbesitzer werden hier allerdings sehr, sehr sauer.
Na, gucken wir mal in der Zukunft, ob sich das, Sinn macht. So, das Geld, das muss jetzt raus. Das müssen wir nutzen. 485.000, ist das, ist der Fonds voll? Jetzt wird Kaserne gebaut oder selbst dann haben wir noch ein Plus. Briefe an eine verurteilte Person. Briefe müssen frei fließen. Protest, Bewegungsradikalität minus 10. Gewerkschafter werden ein bisschen saurer. Hm. So, ich erhöhe nochmal die Anzahl der Bausektoren um 2. 121 ist der Wert hier immer noch. Okay, hier in der Welt passiert nicht so viel. Oh, die Römische Republik hat sich hier gebildet. Hier ist Toskana an der Macht. Was wir nochmal schauen können. Wie sieht es denn da aus? Protestbewegungen in Österreich. 48 hoch. Ja, vielleicht wird hier wieder was passieren, was wir zu unserem Vorteil nutzen können. Und hier in Frankreich. Oh, Präsidialrepublik. Kritisch hoch. Wenn Frankreich einen Aufstand hat, dann ist damit auch Österreich geschwächt. Vielleicht könnten wir das dann nutzen. Österreich bei 197 Bataillonen. Ich meine, Russland hat 400. Es muss nur der Franzose wegbrechen, dann müssten wir so einen Krieg auch gewinnen können. So, 25 Bataillone. Ihr seht, wir haben dank unserer Gesetze und der neuen Steuern und Technologien einfach mal die Armee schon verdoppeln können. Skandalös. Na, muss ich das hier nehmen? Oh ja, und da ist die Revolution. So, die Französische Republik hat 97 Bataillone. Die werden natürlich ihre Bataillone dafür nutzen, um hier zu kämpfen. Ganz klar. Ja. Ich habe sogar überlegt. Da haben wir kein Interesse, ne? Nee, nee. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir diese Chance mal nutzen. Landesbefreiung Österreich. Staat erobern. Ich glaube nicht, dass ich genug Punkte haben werde, um alle vier Staaten von Österreich, die wir brauchen, in einem Schachzug zu kriegen. Vor allen Dingen müssen wir den Russen ja auch noch reinholen. Das kostet uns auch Schachzüge. Aber ich bin ganz klar der Meinung, diese Chance müssen wir mal ergreifen. Ja, das werden wir mal machen. Nordrhein-Sylvanien. 1,2 Millionen Menschen hier auch 1,2. Oh, das wäre so toll. Wenn wir alleine diese zwei Staaten kriegen, wäre das schon echt klasse. Ich werde das mal probieren. So, Staat erobern. Moment mal, Russland. Wie geht's dem Russen gerade? Ah, okay, der hat aktive Diplomatie-Spieler. Der beteiligt sich aber noch nirgendwo. Diesen Staat brauchen wir ja nicht. Okay, ich würde sagen, wir haben noch ein Bündnis, ja? Alles gut. Dann probieren wir es mal mit Staat erobern. Ah, beziehungsweise Landesbefreiung. Also wir brauchen mindestens zwei Kriege, glaube ich, um alles zu erobern, was wir hier brauchen. Landesbefreiung. Na gut, das wären dann... Dann würden wir Ungarn befreien. Das sind nämlich alle Staaten, die drin sind. Das bedeutet, wir würden einen Krieg machen, um Ungarn zu befreien. Und dann einen zweiten Krieg, um die Staaten zu erobern, die wir brauchen. Und das sind dann wieder vier. Ah, ich glaube, das ist fast egal, wie wir es drehen, wie wir es machen. Ich glaube, dann mache ich das lieber so, weil dann habe ich die Staaten schon integriert und mich dadurch gestärkt. Also, auf geht's. Einmal das. Da geht's schon los. Russland. So, wir haben 60 Schachzüge. Staat erobern. Das als nächstes wäre dann Südtranssilvanien.
Ich meine, es kostet uns 20 Punkte, um den Russen reinzuholen. Ich werde daher noch ein bisschen warten, bis wir in der nächsten Phase angelangt sind. Aber die können wir auf jeden Fall mobilisieren und an die Grenze stellen. Offensivplaner, 5%. Das ist der Bergkampfexperte mit Defensive. Der ist auch defensiv, erfahrener Diplomat, beeindruckend, charismatisch, verwöhnt. Ah, der ist auch defensiv. Mit zwei Generälen teilen wir uns ja auch auf mit dem Bataillon. Und dann überlegen, ob wir nicht einen loswerden. Der ist 63. Industrieller, beliebt. Cesar Cristeco. Das ist sogar der hier. Ja, ich glaube, wir werden tatsächlich für diese kleine Front 14, 14. Ach, lassen wir das erst. Der Bergkampfexperte. Nee, wenn, dann soll er das anführen. Wir werden den in den Ruhestand schicken. Und dann lassen wir das so. Ihn können wir befördern. Ja, Frankreich stellt sich auf die Seite Österreichs. Alles gut. Okay, okay. Dann holen wir uns Russland rein. Verbündete einfordern, beeinflussen. Klientelland? Nee. Staaten übertragen? Nee. Also ganz klar das hier. Ja, 20 Punkte. Dann machen wir das nochmal mit rein. Bitte annehmen. Sonst gerate ich in Panik. Yes, er stellt sich auf unsere Seite. So, jetzt haben wir noch 20 Punkte übrig. Also, wir brauchen eigentlich noch zwei Staaten. Banat und Bekes. Wir müssen also noch früher oder später einen zweiten Krieg gegen Österreich wieder machen. Ich würde das folgendermaßen machen. Wir erobern nicht einen Staat, sondern wir holen uns die Kriegsreparation aus Österreich. Denn das schwächt die dann auch noch und stärkt uns, wenn wir es denen schwieriger machen mit den Finanzen. Ja, das mache ich nochmal. Das erobern, das zum Hauptziel. Lieber das hier für das Geld. Darauf könnte ich verzichten, wenn er jetzt einen Rückzieher macht. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist so. Was macht unsere Flotte? 10 Mann stark? Seeknoten. Österreich hat 22 Flotten. Römische Schifffahrtswege, osmanische, russische, serbische. Dann nutzen wir die hier zum... Oh, hier sind keine österreichischen. Ich werde die aber trotzdem hier einsetzen. Und die sollen hier mal Konvois überfallen. Ägypten stellt sich auf die Seite Österreichs. Okay, Ägypten ist ein bisschen ärgerlich. 39 Flotten. Dann muss ich meine Flotten doch zurückschicken. Die sollen jetzt mein Land beschützen. Abfangen. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so gut, dass der Ägypter mit reingegangen ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, die Produktion von Munition ist sehr, sehr knapp. Lasst uns doch dann ein bisschen mehr produzieren. Ja, das hat erstmal Vorrang. So, und das kann jetzt sein, dass es durch diesen Krieg eine längere Folge sein könnte. Aber dann machen wir das jetzt einfach mal so. Machen wir eine längere Folge. Ich finde, das passt ganz gut zusammen alles. Dann haben wir noch einen schönen, spannenden Krieg hier und sehen, wie das hier endet. Militärgehälter auf jeden Fall nach oben schrauben. Das kostet uns 1400 mehr. Ja. Kohle ist teuer. Das bauen wir dann danach. So, Armee wird auch immer größer. Wir haben jetzt auf Angriff umgestellt. Weiß nicht, ob das so clever ist, gleich auf Angriff zu gehen. Ich denke, wir gehen eher auf Front verteidigen als erstes und warten und hoffen darauf, dass Russland mit seinen
unzählig vielen Bataillonen den Österreicher erstmal schwächt. Wehrpflichtige ausheben. Oh ja, unbedingt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Krieg. Da müssen wir alles reinholen, was geht, selbst wenn wir Schulden machen. Wir haben ja Investitionsfonds mittlerweile auch erforscht. Da kosten uns die Zinsen ja weniger. Aber selbst wenn wir krass ins Minus rutschen, das ist es mir wert, dieser Krieg. Alright, 72. Die sind alle hier auf Angriff. Okay. Was haben die für die Kriegsziele? Rumänien demütigen. Also selbst wenn wir diesen Krieg verlieren sollten. Demütigen ist natürlich doof. Aber es gibt Schlimmeres. Also hier die Auswirkungen. Verringert das Prestige Rumäniens und hindert es für 5 Jahre daran, sich in österreichische Diplomatiespiele entgegenzustellen. Das tut überhaupt nicht weh. Das mit dem Prestige ist ein bisschen ärgerlich. Da werden wir wieder ein paar Ränge fallen. Aber da gibt es viel, viel Schlimmeres. Das bedeutet noch nicht das Spielende, wenn wir hier verlieren. So, die ganzen Truppenbewegungen. Ich hoffe natürlich darauf, dass das hier, der Franzose hier lange beschäftigt ist. Okay. Und zu den Waffen. Was haben wir hier? Okay, Österreich verteidigt gegen die russische Offensive hier im Süden. Oh, wir haben ganz schön viele Schlachten. Hier wird auch verteidigt gegen den Ägypter. Ja, hier kommt der Russe leider nicht durch. Okay. Gut, an unserer Grenze kann verteidigt werden. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, unsere Armee ist auch noch nicht voll. Also ihr seht hier an dem Balken, wir können bis zu 36.000 Mann holen. Hier fehlt also noch einiges. Also es lohnt sich jetzt auch erstmal in die Defensive zu stellen und zu warten. Die gegnerischen Armeen sollen sich erstmal zermürben. Hier. Da 82 Bataillone, aber nur halb voll. Sehr gut. Mit denen könnten wir es vielleicht dann bald aufnehmen, wenn es noch weiter sinkt. Gucken wir mal, was er hier hat. Plänkler, Mobile und Lanzenreiter. Okay, sehr viele Plänkler. Plänkler sind ja auch sehr gut für die Defensive. Schrapnell nur 8 bei uns. Ist natürlich jetzt nicht so viel. Eine Marineinvasion sehe ich hier noch nicht. Repetiergewehre. Ha. Wie ist es denn mit den Waffen? Munition fehlt uns. Waffen sieht eigentlich gut aus. Noch werde ich das nicht umstellen. Kanonengießerei. Kanonen, ja, lass uns das mal die Produktion erhöhen. Wir werden ja auch in Zukunft mehr davon haben. Munitionsfabrik wollen wir natürlich auch erhöhen. Ach, da fehlt uns Blei. Oh, ist aber schade. Blei habe ich hier. Russland holt sich nicht so viel, ne? Kuban? Der ist da nicht so fleißig an Bleiminen ausbauen. Aber vielleicht, indem wir ihm zeigen, dass wir hier eine Bleinachfrage haben, kriegt er dann Lust, mehr davon auszubauen. Die KI sollte das eigentlich so machen. Stahleisenbahnwaggons. So, Dampfzüge. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr, sehr witzig, wie die, was sie sich hier dabei gedacht haben. Wir haben hier experimentelle Züge und dann die Dampfzüge. Die Dampfzüge sind natürlich viel effektiver und geben uns mehr Infrastruktur, aber die Dampfzüge machen auch weniger Verschmutzung. Wir haben hier einen Wert von 275 und hier 220 bei den Dampfzügen. Ich denke mal, die dachten sich dabei, na gut, die experimentellen Züge, so die ersten Züge, die entwickelt wurden, die waren noch nicht so gut, nicht so, ich weiß nicht, effektiv oder sauber.
Dampfzüge wesentlich besser. Vielleicht habt ihr da so einen Hintergrund dazu oder kennt da die Geschichte, warum das so ist. Aber ich finde das nachvollziehbar. Stellen wir das auch gleich mal um. Dann haben wir das. Oh. Ja doch, wir werden das überall machen. Stahlpassagierwaggons machen wir auch sehr gerne. Wir haben genug Stahl. Das sollten wir schaffen. Na, während hier dieser Krieg tobt. Ich habe ja auch auf Stufe 1 gestellt. 2 machen wir mal. Okay, Stahl, ja. Da wird auf jeden Fall mehr von gebraucht. Achso, ja, und in 8 Monaten kommt ja sowieso diese Forschung. Dann passt das ja. So ein bisschen mehr Kohle dazu. In diesem Sektor wird sich da einiges tun. Alright. Institut Bildung 3 auf Stufe 3. Der Österreicher verliert 2,3 Punkte. Wir lediglich 0,6. Aber wir haben noch keine Kriegsziele. Aber er tickt schon mal schneller runter. Russland kann hier gewinnen. Gut. Ich glaube, das ist sogar die erste Offensive an jeder Front, die überhaupt gewinnen kann. Hier Rumänien kann tapfer verteidigen gegen die Ägypter. Aber man sieht ja 77, natürlich zusammen mit den russischen Truppen. Okay. Sieht es hier sonst aus? 88, 3, 3, 45 beim Ägypter. 31.000 bei uns. Bald sollten wir auch genug Munition haben. Ja, wir haben jetzt auch genug Munition. Ach herrje. Und Russland macht eine Marineinvasion in Ägypten rein. Das schwächt ihn natürlich komplett. Das ist gut. Das bringt ihn natürlich auch sehr schnell raus aus dem Spiel. Und er macht eine Marineinvasion in Frankreich. Ich werd wahnsinnig. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Das ist ja nicht nur, dass er den jetzt hier aus diesem Krieg bringt, sondern er hat ja auch noch seinen Aufstand. Und es kann sein, dass Frankreich, das französische Kaiserreich, diesen Aufstand dann verliert und die Liberalen gewinnen. Oh, das wird so einiges durchmischen hier in diesem Land. Vielleicht ist das Land auch für die nächsten Jahre dadurch geschwächt, innenpolitisch. Müssen wir mal... Ja, Frankreich ist draußen. Das hilft uns enorm, dass Frankreich schon mal draußen ist. Brauchen wir uns da nicht mehr zu befürchten. Ägypten ist bei 43, 37... Ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Russland gewinnt hier. So. 38.000 Mann. Wagen wir es mal. Wir gehen mal in die Offensive. Und wir schauen mal, ob wir eine Offensive vielleicht gewinnen können. Ob uns das was bringt. Machen wir hier so ein Ziel. Da wurde gewonnen. Ah, hier gehen wir in die Offensive. 34, 39, 40. Ach ja, es sind noch zu viele auf der anderen Seite. Okay. Das konnten wir also nicht gewinnen. Schade, schade. Dann müssen wir gleich danach wieder in die Verteidigung gehen. Wir verlieren sonst zu viele. Munition passt. Okay. Na gut, jetzt ist... Frankreich aus diesem Krieg ausgetreten, aber jetzt können sie sich weiter um ihren Aufstand kümmern. Stimmt. Oh, das sieht schlecht aus für die.
Ja, die werden verlieren. Werden diesen Aufstand verlieren. Das Kaiserreich, also das richtige Frankreich, was bisher jahrelang geherrscht hat. So, skandalös. Was haben wir hier? Okay, nehmen wir das. Kapitulation Ägypten. Und ich sehe schon, die Werte verbessern sich jetzt zugunsten unserer Seite. Jetzt ist der Österreicher allein auf sich gestellt. Ich meine, jetzt hat er nicht mehr die Unterstützung von diesen vielen Soldaten hier. 153 Bataillone hätte er gehabt. Und jetzt können wir auch unsere Flotte mal nutzen. Um hier da was zu überfallen. Mal gucken. Ah, hier sind noch keine österreichischen Schifffahrtswege. Hier auch nicht. Das ist ja sonderbar. Die hat gar keine Schifffahrtswege hier. Bin schon am Überlegen, ob wir nicht ein paar unserer Soldaten dann abspalten von der Armee und das wagen, eine Marineinvasion zu machen. Können wir hier gewinnen? Rumänisch. Theoretisch ja. Siemens-Martin-Verfahren. Dann setzen wir das hier mal rein. Können wir viel, viel mehr Stahl produzieren. Ja, ist auch günstiger geworden. Wird natürlich mehr Eisen und Kohle verbraucht, aber das wollen wir auch. Sehr gut. Tja, liebe Leute, dann müssen wir eigentlich nur noch rein in dieses Gebiet. Bisher schaffen wir das noch nicht ganz. 100... ...52.000 Mann. Na, ja, wir haben hier 26.000. Ich meine, wir stehen sowieso in der Defensive. Ich könnte es mal wagen. Russland gewinnt hier und hier auch. Warten wir nochmal diese Schlacht ab. Vielleicht brechen sie jetzt. Und wir müssen auch auf Russland gucken. Der ist bei plus 3. Nicht, dass der irgendwann mal aufgibt. Ja, hier haben wir ein paar Gebiete. Okay, wir wagen es mal. Gehen mal wieder in die Offensive. Und wir gewinnen. Sauber. Toll. Stahlskelettbau, ja. Machen wir auch gleich. Okay, okay. Russland kann gewinnen. Yes. Nein. Nein! Russland ist raus. Jetzt sind wir uns auf uns allein gestellt. Ich fasse es nicht. Ah, das hat ein bisschen zu lang gedauert alles. Hätte ich vielleicht eine Marineinvasion mal starten sollen? Um die Österreicher hier... Oh nein. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr tragisch. Die sind auch nicht nach unten gerutscht. Oh, und ich hätte gedacht, wir packen das. Können wir irgendwas rausholen? Nur Kriegsreparationen. Nicht mal das klappt. Wie drehen wir das Ganze denn um? Ich glaube, wir brauchen mehr Wehrpflichtige. Wir schaffen das sonst nicht so. Wir müssen jetzt Vollgas, auf Vollgas stellen. Ah, hier geht das nicht mehr. Das ist sehr, sehr bitter. Okay, an dieser Schlacht können wir gewinnen. Oder? Nee, es geht wieder zurück. Schade. Gute Sicht.
Oh, bitter. Das ist schade. Also Österreich hat viele Männer verloren, aber das können wir nicht aufholen. Wenn wir nur ein Kriegsziel hier reinstecken könnten, das wäre schon nicht schlecht. Aber ich denke, ein weißer Frieden wird es werden. Österreichische Schifffahrtswege, doch, da ist was. Ja, hier ist auch was. Okay. Französische Republik haben wir jetzt übrigens, liebe Leute. Okay. Ah, hier kann er verteidigen. Dann würde ich sagen, wir machen Folgendes, wir gehen wieder in die Defensive. Er ist ja auch in der Defensive, wir brauchen mehr Männer. Oh. Aber wir verlieren sonst so viel. So, die Gehälter sind auf der höchsten Stufe. Ich überlege noch, was wir sonst so machen könnten. Wir haben keine Kompanie, die irgendwas mit der Armee zu tun hat, was uns stärken könnte. Ich guck nochmal. Armeeoffensive, Walachei, Metallwerke, Konglomerat. Eigentlich ist das ganz gut. Werkzeuge, Waffen, Kanonengießerei, Offensive. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Wachstum hier. 8,36 Millionen Menschen. Deswegen nehme ich das hier mal raus. Und wir nehmen was, was unsere Armee unterstützen wird. Und zwar die hier. Oh, das allein mit dem Werkzeug, das ist auch schon gut. 5% mehr Armeeoffensive. Finden wir noch was Besseres? Marineoffensive, nee. Militärwarenkosten, nur wenn wir eine große, große Armee hätten, wie Russland oder China. Armeeoffensive, nehmen wir das mal. So, Wohlstandspunkte kommen. Ja, wir müssen nur geduldig sein, Leute. Manchmal dauern Kriege auch ein bisschen länger. Aber ich glaube, es ist ganz klar. Ich hätte mich an dieser Marineoffensive mal wagen sollen. Denn an der Küste stand ja kein Bataillon. Ich hätte mal von hinten angreifen sollen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass dann irgendwas hier in der Defensive fehlen könnte oder eine Armee fehlt, die verteidigt. Vielleicht hätte ich es mal probieren sollen, aber hinterher kann man ja immer groß klagen. So, wir warten, bis die Mobilisierung stattfindet, bis mehr und mehr Leute reinkommen in die Armee. 50 haben wir jetzt. Und oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. 18. 32. Ah, hier können wir verteidigen. Das ist einfach zu viel, was er uns da entgegenstellt. Weißer Frieden. Tja. Weißer Frieden. Armeeoffensive, 5%. Hm. 31.000 Mann. Allein hier schon 43. Dann haben wir hier 15.000. Ich sehe hier die Österreicher schon. Wie ist das denn jetzt, wenn die hier diese Schlacht gewinnen? Sind sie schon in meinem Land drin? Ich befürchte schon. Ja, bitte. Ich denke. Ah, jetzt ist da mit San Marco so ein Krieg. Da schicken sie ein paar Leute hin. Gebt mir noch mal ein paar Sekunden. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Kriegen wir vielleicht noch mal durch die Wehrpflichtigen mehr hier rein. 11 sehe ich ja hier immerhin noch. Oh, wir bauen gerade gar nichts. Hm.
Tja, das ist so ein Problem, was ich habe. Ich bin manchmal ein bisschen zu stolz, um zuzugeben, dass wir den Krieg verloren haben. Aber ich befürchte, ja, liebe Leute, wir haben das hier verloren. Das wird jetzt hier auch nicht viel dran ändern. Österreich, ja, Russland ist ein bisschen zu früh rausgegangen aus dem Krieg, meine ich. Der hat einen guten Job gemacht mit Frankreich und Ägypten, aber das hat zu lange gedauert, um hier überhaupt was zu erobern. Ich denke mal, hätte er noch mal ein halbes Jahr mehr Lust gehabt mitzumachen, dann hätten wir das auf jeden Fall gewonnen, denn wir waren ja schon dabei, die ersten Schlachten zu gewinnen. Und wenn ich dann auch noch mit einer Marineinvasion starte, dann gewinnen wir das Ding. Ah, man lernt immer dazu. Schade, schade. Es hätten ja auch nicht viele sein müssen. Vielleicht nur so 5 oder 10 Bataillone. Ich hätte das machen sollen. Ach, gut. Ich denke, ich werde... Ja... Ja, als weißen Frieden werde ich hier nicht raushandeln können, ne? Ah, die gewinnen das schon. Nee. 5 Jahre Frieden hätten wir jetzt so oder so. Aber das mit den Demütigen, das kann ich nicht gebrauchen. Wir werden denen mal zustimmen. Wir haben nichts gewonnen, nichts verloren. Aber wir haben Erfahrung gewonnen. Und ich bin zuversichtlich, der nächste Krieg, das wird besser laufen. Und dann werde ich mutiger sein, mal so eine Geheimoperation hier im Süden starten beim Österreicher. Und dann knacken wir ihn. Nichtsdestotrotz, gute Folge gewesen, meiner Meinung nach. Denn wir haben jetzt 33 Bataillone. Ihr seht, wie viel wir mit Geld anfangen können. Und wir haben den fast besiegt. 10 Flotten, 33 Bataillone. Und das bei mittleren Steuern. Ich werde das hier mal wieder runtersetzen. Ausweisdokumente. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für die Folge. Sehr, sehr spannend. Und ja, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow da auf meinem YouTube-Kanal. Für Live-Content gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Mein Name ist Karasak. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.